Diese wunderschöne Blutbuche steht in Ottobrunn bei München. Sie wächst schon seit 40 Jahren in diesem Garten und ist für die Kinder des Viertels ein beliebter Spielplatz. In dem klettert immer mein Sohn Philipp und die Kinder aus der Nachbarschaft, zum Beispiel die Fiona oder der Moritz rum. Ja. Und jetzt haben wir uns gedacht, dass es für die Kinder bestimmt ganz toll wäre, wenn es auch ein Baumhaus gibt. Meinen Sie, das ist möglich? Auf jeden Fall. Und der bietet sich ja dafür ideal an. Also machen wir so ein etwas größeres Loch, eine Freifläche. Und wenn wir da ein paar kleine Zweige entfernen, dann haben wir da genügend Platz und könnten ein wunderbares Baumhaus reinbauen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, die Papas aus der Nachbarschaft helfen, das ist sicher klasse. Gerne mit. Das ist klasse, da freue ich mich. Auf jeden Fall brauchen wir da noch ein bisschen Hilfe. Martin Hörger und Robert Kunisch, zwei Väter aus der Nachbarschaft, helfen Mocker, der ihnen erstmal seinen Schlachtplan erklärt. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man vielleicht hier auf dieser Höhe eine Art Holzkranz mit Kanthölzern oder vielleicht kleinere Kanthölzer, Dachlatten in der Art, in dieser Höhe hier einmal drumherum baut. Beim Bau eines Baumhauses wird viel Pi mal Daumen abgemessen und improvisiert. Mocker Leifeld hat viel Abfallholz von Baustellen, aber auch neue Hölzer und Balken mitgebracht. Die Männer legen auch gleich mächtig los. Wollen sie den Sprösslingen doch nach dem Kindergarten schon was präsentieren können. Als erstes wird eine simple Balkenkonstruktion um den Stamm gebaut. So Martin, schau mal. Jetzt habe ich hier die klassischen Lochwinkel. Habe ich mir hinten angezeichnet, wie stark das ist. Was nimmst du da für Nägel? Die sogenannten Kammnägel. Kammnägel nimmt man bei frischem, feuchten Holz. Das sind Nägel, die haben so eine leichte Rifflung. Die lassen sich einfach nicht mehr rausziehen. Damit er da auch Haltbarkeit kriegt, müssen wir den Winkel relativ ausnageln. Das heißt, ausnageln mit mindestens 6 Nägel pro Seite. Beim Bau eines Baumhauses extrem wichtig, man sollte wahre Mengen verschiedener Nägel kaufen. Verzinkte Stifte von 6 bis über 20 cm braucht man. Scheiße! Passiert schon mal. Aber da hast du jetzt die Chance, vorne mit der Klaue reingreifen und biegst ihn über die Ecke. Ein bisschen überbogen, ja, mit dem Anhänger ein bisschen zurückbiegen, stützen, dann einen Schlag aufsetzen. Und dann muss das passen, ne? Sehr gut. Vorerst wird das Kantholzgerüst von Brettern gestützt, die mit Schraubzwingen fixiert werden. Oh, wichtig ist, dass man immer nah an der Kante nagelt. Da hat es am meisten Scherkräfte. Wenn ich hier hinten den Nagel ansetze, dann hält es zwar auf Zug und auf der Verlängerung, aber gegen Verwinden nützt mir das noch nicht viel. So, hier noch ein. Da muss das rein. Arbeitsschritt Nummer 1 ist vollendet: das Grundgerüst aus dicken Kanthölzern. Und dieses Gerippe wird jetzt mit Rundhölzern gestützt. Auch hier schaffen lange Nägel die Verbindung. Diesen Aufwand betreiben die Männer, damit sie so wenig Drahtstifte wie möglich in den Baum treiben müssen. Außerdem erreicht man durch die Pfosten eine wesentlich höhere Stabilität und dadurch größere Sicherheit für die Kinder. Diese druckimprägnierten Rundhölzer gibt es günstig im Baumarkt zu kaufen, ebenso die Lochwinkel und Bleche. Nächster Schritt ist das Auslegen der Bodendielen. Mocker Leifeld hat von einer Baustelle eine Menge Verschalbretter mitgebracht. Die sind stark genug, um eine ganze Bande Kinder zu tragen. Sie werden fixiert und erst im Anschluss bündig zu den tragenden Kanthölzern abgesägt. In der Senkrechten werden Dachlatten angebracht, um die Bretter für die Wände zu halten. Was das Holz betrifft, alles, was man findet, ist erlaubt. Die erste Rückwand haben wir stehen. Toll. Jetzt wäre eigentlich eine leckere Gelegenheit für eine kleine Abfrischung. Die Kosten für ein Baumhaus dieser Größe, eine Runde Eis und Holz und Material für 300 bis 400 Euro. Die nächste Aufgabe steht an. Die vorderen Wände werden aus billigen Schwartlingen gebaut. Man fängt unten an und lässt die rohen Bretter überlappen, damit Regenwasser ablaufen kann. Als Schwartlinge bezeichnet man die äußeren Bretter eines Baumes. Man bekommt sie im Sägewerk. In der Regel werden sie verheizt oder eben für Baumhäuser verwendet.
Immer wieder besprechen die Handwerker weitere Arbeitsschritte, wie zum Beispiel die Art des Daches. Erbapp ist feines Material, das lässt sich einfach bearbeiten. So. Wichtig ist natürlich, ganz klar, man fängt immer unten an, ne? Damit das Wasser auch ablaufen kann. Ah, dann kommt die nächste Bahn hier so drüber. Und dann kommt die nächste Bahn mit 10 cm Überlappung. Und wenn man die Dachpappennägel oder Teerpappennägel da reinhaut, dann ist darauf zu achten, dass man im Karree nagelt. Und wenn man die reinhaut, so weit, dass gerade der Kopf greift. Im Karree nageln heißt, dass in ein gedachtes Quadrat von etwa 50 cm Seitenlänge alle 5 bis 10 cm ein Nagel gesetzt wird. Wenn ich sie zu weit reinhaue, ist sofort der Pappe kaputt. Gerade noch zur rechten Zeit schaffen es die Männer, die Dachpappe zu verlegen und so das Dach zu schließen. Ein schweres Gewitter zieht auf und das Baumhaus hat gleich eine richtige Feuertaufe zu bestehen. Die Kinder lassen sich allerdings den Spaß nicht verderben und testen ihr neues Reich sofort. Auf jeden Fall hat ihr Familie.